Dank Menschen wie unter anderem Robert Mark Lehmann wissen wir mittlerweile, dass Fische Schmerzen empfinden. Wir sind auch aufgeklärter, was unser Fleischkonsum in Bezug auf Tierwohl und Umwelt anrichtet, weswegen sich immer mehr Menschen dazu entschließen, vegan zu werden. Es gibt aber auch Menschen, die sehen in Soja und Tofu keine Alternative. Frau sich mittlerweile vegetarisch zu 80-90% ernährt, haben wir im Kühlschrank sehr viele vegetarische oder vegane Produkte. Das sind wenige, die mir wirklich lecker schmecken. Es gibt welche und dann esse ich die auch gerne und ich bin da eigentlich open-minded. Und es ist leider Fakt, dass gezüchtetes Fleisch aus dem Labor noch ein wenig Forschungszeit benötigt. Aber man muss auch dazu sagen, das ist halt der aktuelle Stand der Wissenschaft. Es hat sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel getan auf dem Gebiet und es wird sich auch noch sehr viel tun. Man kann also nicht sagen, ob diese Probleme nicht in 5, 10 oder 20 Jahren vielleicht sogar gelöst sein werden. Viele halten Insekten für niedere Wesen und denken, sie könnten zu einer alternativen Nahrungsquelle werden. Wir zeigen aber heute einmal auf, dass selbst diese Wesen weitaus komplexer sind, als viele denken. Insekten haben eine Vielzahl von Verhaltensweisen und kognitive Fähigkeiten, was einige Studien aufgezeigt haben. Insekten wie Bienen, Ameisen und Wespen haben eine erstaunliche Fähigkeit zur Koordination und Zusammenarbeit, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Bienen sind sogar in der Lage, selbst über große Entfernungen zu kommunizieren, zum Beispiel Informationen über Nahrungsquellen und andere wichtige Orte zu teilen. Sie verwenden eine komplexe Kombination aus Bewegung und Duftsignalen, um anderen Bienen zu zeigen, wo sie hinfliegen müssen. Einige Studien haben auch gezeigt, dass Bienen auch in der Lage sind, menschliche Gesichter zu erkennen und sich daran zu erinnern. In einer Studie mit Honigbienen wurden die Bienen darauf trainiert, eine bestimmte Farbe mit einer Belohnung in Verbindung zu bringen. Die Bienen waren in der Lage, sich auch nach mehreren Tagen noch an die richtige Farbe zu erinnern und die Belohnung zu finden. Eine große Intelligenz in Bezug auf Planung und Strategie findet man auch bei Ameisen. Sie leben in komplexen Gesellschaften, in denen verschiedene Kasten von Arbeiterinnen verschiedene Aufgaben haben. Ameisen sind Spezialisten bei der Aufzucht ihrer Nachkommen. Während ein Teil Nahrungssuche betreibt, bewacht der Rest die Brutstätten. Sie arbeiten in der Ameisenkolonie sehr effektiv zusammen, um diese komplexen Aufgaben zu bewältigen. In puncto Schmerzen und Emotionen gab es auch einige interessante Studien. Wenn Fruchtfliegen verletzt werden, diese Schmerzwahrnehmung wird Nozizeption genannt. Dies erfolgt über spezielle Nervenenden im Körper. Das Gehirn der Insekten steuert diese Schmerzwahrnehmung je nach Situation. Wenn eine Fliege kämpft und verletzt wird, werden die Schmerzsignale unterdrückt, damit es sich auf den Kampf konzentrieren kann. Nach dem Kampf verstärkt das Gehirn die Schmerzsignale, damit das Insekt die Wunde versorgen kann. Der Punkt mit den Schmerzen bei Insekten ist allerdings noch recht unerforscht, denn nicht alle Insekten besitzen Nozizeptoren. Wissenschaftler haben dazu 8 Regeln erschaffen, auf der Wissensgrundlage anderer Lebewesen, die uns einschätzen lassen, wie wahrscheinlich ein Insekt Schmerzen empfindet. Den genauen Artikel findet ihr als Link in unserer Beschreibung oder auf unserer Webseite. Schaben und Fliegen erfüllen davon 6 Kriterien, Käfer nur 2 und Bienen sogar nur 1 Kriterium. Hundertprozentig ausschließen kann man es nicht. Wir können uns nicht hundertprozentig in die Tiere hineinversetzen und noch stehen wir da am Anfang. Unabhängig von der ethischen Seite gäbe es natürlich noch einiges anderes, was für oder gegen den Verzehr von Insekten spräche. Aber es wird wohl keine Rolle spielen. Es gab unter anderem bei Penny einen Insektenburger, aber scheinbar ohne Erfolg, denn er verschwand wieder aus dem Regal. Das Witzige an der Sache ist, dass wir längst schon Insekten bereits in unseren Lebensmitteln haben. Kennt ihr zum Beispiel den Farbstoff E120 oder E904? In Kinder-Schokobons ist Shellac enthalten, also Kot von Läusen. Und Shellac ist auch in manchen Äpfeln drin oder Kaugummis oder dunkler Schokolade und so weiter. Übrigens atmest du nachts auch Milben und deren Kot von deiner Bettwäsche ein. Manche sind dagegen allergisch, so wie ich, nennt man dann Hausstauballergie. Ich persönlich möchte weder, dass ein Insekt noch irgendein anderes Lebewesen unbedingt für mein Essen sterben muss. Aber natürlich dränge ich da niemandem etwas auf. Entscheidet für euch selbst. Jeder Weg in die richtige Richtung ist immerhin ein Weg in die richtige Richtung.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's mit dem Video. Wenn ihr mehr davon wollt, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.